Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir sind hier in Fort Hagen, zusammen mit unserem Schnucki, Dogmeat und ganz vielen Gegnern der Synth-Partei, sag ich mal. Und wir stehen hier vor einem Aufzug, der uns hoffentlich ein Stückchen weiter zu unserem geliebten Sohn Sean bringt, den dieser Kellogg's Frosty-Typ uns entführt hat. Ich habe schon immer gewusst, der Tiger lächelt nur so scheinheilig. Der ist in Wirklichkeit ein Baby-Entführer. Ja, der Typ heißt nämlich Kellogg und der hat unser Baby entführt. Kommst du rein, Schnuffi? Ah, der lässt sich wieder raufborden. Oh, nein, schau doch, hat er sich entschieden. Na dann? Ja, keine Angst. Du bist ja brav. Jo, mit deinen kaffeebraunen Augen. Jo, ja. Ach so, wir können schon raus. Na, komm. Jo. Ah, ich sehe schon, da vorne. Synth. Wir sind nicht da, das ist eine Fata Morgana. Ist der Kerl noch da? Ich würde ihn so weit treffen. Oh. Das ist ein Geschützturm. Scheiße. Nur mal nachladen. Ich glaube, da wäre eine andere Puffen nicht schlecht. Aha, eine Schrott. Was habe ich denn noch? Nichts mehr. Ja, toll. Schönes Waffenarsenal. Muss ich meine anderen... Wow, ich habe was gegessen. Wurscht. Die Waffen sind schon wieder fort. Warum denn das? Ich habe sie doch schon so mühevoll mal ausgewählt. Bist du stark? Nö. Du? Oh, da ist ja Herzilein dabei. Den Vorschlag haben wir. Attacke und draufhauen. Wo ist denn? Da ist mein Scharfschützengewehr, ne? Das mal so machen. Nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Ich glaube, da kommen gleich die Sünden. Boah, schnell verstecken. Hundi, versteck dich. Brav. Ist er fort? Ich glaube, er ist fort. Wer? Hallo? Hallo? Nix da, nix mit Hallo. Ah, jetzt sind wir da. Eingang. Hundi, hast du gerade den Einkaufskorb niedergelaufen? Gerannt? Unfassbar, stürmisch heute. Psst, leise Dog mit. Da schaut das da mit. Die Empfindlichkeit meiner Sensoren muss eindeutig, ist da jemand anwesend? Ja, und ich schieß dir in den Rücken. Ey, das war nicht gut. Ja, der war gut. Oha. Du bist ein Schärf, ne? Du klumpert. So. Psst, leise Dog mit. Da können überall gefahren sein. Offenbar ist mein Ziel verschwunden. Ja, ich habe mich in Luft aufgelöst, weil ich das kann. Wo bist denn du? Langsam, schön auf den Boden schauen. Ich bin bereit, wenn sie wiederkommen. Der hat so eine charmante Stimme für einen Roboter, dann ist es so ein Arsch. Und wo steht der Arsch? Da drüben irgendwo wahrscheinlich. La 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 la. Wir nehmen alles mit. La 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 la. Ist da irgendwas umsonst? Gratis für uns? Ja. Juhu. Da können wir es aufsperren. Na komm. Horuk. Yes. Muah. Ja. Ja, Buffhut wieder. Und Red Away. So. Für mich ist das Buffhut. Es bufft einen ja.
eigentlich. Irgendwie. Ja, Hundi, dich bufft's auch. Aha, Batterien, jawohl. Mein Gott, na. So, Waffenbank. Könnten wir etwas... Ja, ich kann dann was bauen, wenn ich mich... wenn ich mich ausziehe, jawohl. Schön. Rüstungswerkbank, ich würde es echt gern probieren. Level Up haben wir noch nicht bekommen, ne? Nein. Waffen da habe ich jetzt nicht weiter geskillt, glaube ich, ne? Was habe ich da gewählt? Den, glaube ich, ne? Schadensresistenz. Ich kann mich schon wieder erinnern. Na, da hilft nichts, wenn ich da mir da was anschauen möchte. Weil wir haben das ja schon, was wir können. Also verwenden können, dürfen tun. Da geht einer. Glaube ich. Sensor meldet sich. Psst, leise. Du hast uns nicht gesehen. Das war für den Arsch. Na, der war erst recht für den Arsch. Jetzt haben wir die. Wow. Ich brauche Munition. Ja, braves Hundi. Ja, fein. So. Gibt es hier eine Falle? Bumm. E-Mail. Was? E-Mail-Eimer. Was gibt's auch? Ich kenne mich nicht aus mit Handwerkskunst. Nein, nein, nein. Schockschlagstock. Das ist alles, was du hast. Armer Teufel. Wir nehmen ihn dir trotzdem weg. Ha? Ah, das ist Hundi, ne? Ja. Das hört sich schon so komisch an. Dabei sind es seine Klauen, die am Boden wetzen. Weil Hundis können Klauen nicht einfahren. Nein, nein, dann wären sie doch Katzen. Sieh an, mein alter Freund, das gefrorene Fertiggericht. Was? Bei unserem letzten Treffen hast du es dir noch zwischen Bohnen und Apfelkuchen gemütlich gemacht. Was? Wie Bohnen und Apfelkuchen? Ich gehe mal speichern. Das ist wieder so... Das ist wieder so alles so gut gegangen, da muss man wieder speichern. Machen wir so. Was? Der Saukerl weiß noch, wer wir sind. Ja, das ist dann wirklich kein Zufall, ne? Diesmal nicht. Diesmal clasht es nicht. Oh nein. So, dann machen wir auch das weg, ne? Schreibmaschine, Kochplatte. Boah, hoffentlich kriegt er schon nicht mit. Wie der mit uns redet, meine ich, ne? Dann kriegt er noch einen falschen Eindruck von seiner lieben Mama. Wahrscheinlich, wie will gar nicht wissen, was der ihm eingeredet hat. Ja, deine Eltern und so, die haben dich einfach so im Stich gelassen. Die haben dich damals als Baby nicht einmal gefragt, ob du das möchtest. Ja, das würde ich nie tun, weil ich bin ja der, der dein Papi da erschossen hat. Ja, weil das so ein Arsch war. Mhm, genau. Ach du Heilige. Dam-di-da. Ja, die Fantasie ist blühend. So, langsam, Hundi. Dass wir da wieder in irgendeine Falle tappen. Also ich halt, du ihn nicht, aber ich. Ich kann das irgendwie viel zu gut. Da könnte ich fast ein Diplom draus machen. Würde ich sicher mit Auszeichnung bestehen. Ha! Na, Hundi! Da tue ich dir weh. Hörst auf damit? Geht ja. Glumpert. Ich esse wieder was. Auf euer Wohl. Mahlzeit. Achso, das sollte ich was trinken, ne? Ja, das nächste Mal trinke ich das Wasser und dann, ja, passt das wieder. Trotzdem. Auf euer Wohl. Das kann man nicht oft genug sagen. Nein, nein. Boah, wie schaust denn du jetzt aus? Hundi! Oh! Ach, jetzt ist es weg. Alter, wie so ein Kampfhund. Ja, so wie der da. Better safe. Schön. So. Hallo. Mami ist da.
Ja. Tut mir leid, dass dein Haus seit 200 Jahren demoliert ist. Aber ich brauche keinen Mitbewohner. Verzieh dich. Es geht doch nicht darum, ich will mein Baby wieder haben. Du Monster. Oh, ich speichere lieber nochmal. Wahrscheinlich gibt es gleich wieder einen Speicherstand. Alles wurscht. Da, auf damit. Her mit meinem Bulk. Ach, hoffentlich hat er schon nicht komplett verderbt. Das würde mein armes Mama-Herz nicht überstehen. Jetzt habe ich doch schon mein Göttergarten verloren. Ganz ehrlich, diese Poster hier sind echt göttlich. Wenn es sowas wirklich in den heutigen Betrieben geben würde, ich echt... Nee. Da kannst du nur gut gelaunt zur Arbeit gehen, oder? Du musst ja dann schon grinsen anfangen, wenn du sowas siehst. Ha? Was war da? Ah, das war nur das Hundi, oder? Hündchen. Netz-Release-Spule. Also für die Handwerker unter euch, ja? Wenn ich da was komplett falsch ausspreche, es tut mir sehr leid. Ich habe nicht viel Erfahrung mit Handwerkskunst und so. Hallo? Ich kann zwar ein bisschen mit dem Schraubenzieher und so umgehen und hier und da habe ich doch meine hellen Momente, aber ja, so ein Volt bauen oder so selbst im... Ich hätte nie gedacht, dass du mal an meine Tür klopfst. Hab dir 50-50 gegeben, es nach Diamond City zu schaffen. Dachte, das Commonwealth würde dir dann den Rest geben. Du Sau! Was glaubst du, warum ich da bin? Ich bin nicht deinetwegen hier, sondern wegen meinem Baby. Du kriegst von mir nur maximal ein heißes Eisen. Verpasst. Und zwar dort, wo es weh tut. Mistkerl. Überladen bin ich noch nicht, ne? Na, schaut nicht aus. Doch, freilich bin ich überladen. Hundi? Kannst du denn noch was tragen? Psst. Ja, was willst du denn, Frauchen? Möchte gern Frauchen, so muss ich sagen. Doc mit ist. Er hat kein Frauchen und kein Herrchen. Das hat doch die Dame gesagt, da. Die Mama Murphy. Ach so, und der ist schon voll. Wie ein Christbaum. Geht da noch was? Na. Irgendwas noch Schrottmäßiges. Ja, das war's. Und wir sind trotzdem überladen. Juhu! Ja, du bist halt keine Edda, ne? Trotzdem habe ich dich lieb. Und die. Wow. Ist das Falle? Nein. Nix Falle. Achtung, Danger. Gefährlich. Wie weit? Da vorne schwörst. Ja, Hund, die hast du auch gesehen, ne? Den bösen Sünf. Was? Na, da ist niemand. Da hast du dich aber schon grob getäuscht. Jöi. Tschüssi! Ah, nicht erwischt, oder? Boom! Hörst du auf, meinen Hund die anzuschießen? Du Saupreist! Erwischen nicht! Obwohl, schau jetzt hin. Saukerle, nettiger. Müb! Danke, Hundi! La 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 la. Also ein Sünf ist schon was Unheimliches, oder? So das wie eine Tür ist gar keine. Ein Sünf ist unheimlich. Wie wir von Valentine wissen, sind Sünf nicht unbedingt immer böse. Das kommt wahrscheinlich ganz drauf an, wie sie programmiert sind. Na, so wie bei allen Maschinen, ne? Boah, der ist blöd gestorben. Da bin ich unschuldig. Da kann ich fix nichts dafür. Was ist das? Eine Waffe. Halt, noch was? Nein, schaut nur so aus. Da, 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 da. Da, 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 da. Vakuumröhre. Ah, Sünf-Rüstung. Die ist sicher schon besser als das Roboterzeug, was ich da habe. Wo geht's da lang? Gut, du bist angepisst, verstanden. Aber was willst du hier dann erreichen?
Das wird überhaupt nichts bringen. Ja, das fürchte ich auch. Ich fürchte leider auch, dass unser Baby uns nicht erkennt. Erstens. Zweitens wird er ihn so manipuliert haben, dass er uns als Feind sieht. Das kennt man ja alles von diversen Filmchen, ne? Aha, da geht's gar nicht weiter. Das wäre ganz, ganz schlimm. Das wäre ganz, ganz schlimm, wenn das Baby, wenn unser Baby, unser Kind, auch wenn er jetzt wahrscheinlich schon 10 Jahre alt ist, die eigene Mama verleugnet, ne? Die Herkunft verleugnet, die Eltern verleugnet. Ach Gottchen, gemütliches Kissen. Ja, da werden wir uns dann gleich zusammen kuscheln, kleiner Mann. Oje, ist das gut oder schlecht? Ah, da ist eine Kiste, warte mal. Langsam. Da sind viele Kisten. Juhu. Und keine Falle momentan noch. Supi. Noch irgendwo ein Kissen? Ja. Hui. Na, yeah. Ja. So. La, 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 la. Ah ja, natürlich. So, welches Wort suchen wir uns diesmal aus? Wenn mal eins kommen wird. Das hier, sowas, sowas. Loren. Ach so. Transfer vielleicht? Nein. Das? Nein. Timeline? Falsch. Oh je, du? Mistverfluchter. Falsch. Müssen wir warten. Leider müssen wir warten. Ich hab Scheiße gebaut. Das sagst du auch, Hundi. Hab ich denn nicht recht? Jo. Ach, wenn ich dich nur streicheln könnte, ich würde den ganzen Tag dich streicheln. Jojo. So eine Hundebürste wäre auch mal gut, oder? Du würdest dich sicher drauf freuen, wenn man mal dein Fell bürsten würde, ne? Ja. Wer ist ein braves Hundi? Ja, wer ist ein braves Hundi? Ja, ich glaube, es geht wieder. Ja. So tut man die Zeit totschlagen. Ja. Ja. Students. Students. Falsch. Puh. Da? Nein. Nein. Das gibt's ja nicht. Herrschaftszeiten. Himmel, Arsch und Zwirn nochmal. Kann ich inzwischen was stibitzen gehen? Ah, die Tür ist es wahrscheinlich, ne? Geschafft. So. Her mit dem Klumpert. Wahrscheinlich war es ja die Tür. Vielleicht können wir ja beides abkassieren. Ui, Vorkriegsgeld. Oh, Haarklammerbox. Nice. Ui. Das war's. Ah, da ist noch Geld. Hundi. Unser Hundi ist immer so ein stürmisch. So ein stürmisches Viechlein. Ah, was liegt denn da? Ein Stift und eine Zahnbürste. Wichtig, wichtig. Ja. Zähneputzen ist, ich weiß, ist ein langweiliges Geschichtel, aber eure Beißerchen werden euch ewig dankbar sein. Ihr weiß halt, ach komm, jetzt wirst du aber gehen, ja? Versprich mir, dass du jetzt gehst. Ich will die Punkte noch mitnehmen. Tja. Na? Ja, juhu, hurra, hurra. Turmsteuerung, da machen wir das gleich mal auf aus. Bla, bi, bla, bla, blub, blub. Deaktiviert dann. Und zum nächsten. Können wir trotzdem machen. Ich weiß, die Tür haben wir wahrscheinlich schon geknackt. So. Und? Geht nicht. Stimmt, weil wir es ja schon geknackt haben, ne? Habe ich die jetzt aktiviert, ich Trottel? Ich glaube, ja. 6 Einheiten sind verbunden. Aktivieren, ja, sicher, noch was. Passt schon. Na, alles gut. Hey, hoppla. Aber speichern könnten wir mal. Ich weiß, es hat gerade automatisch gespeichert. Aber tun wir trotzdem nochmal. So ist fein. So. Da drüben geht es jetzt nicht weiter, ne?
Nein, da ist nur so ein Kammerl, das heißt, wir müssen da weiter. Und wieder mal sind wir überladen. Laden über. Ja. Lalila. So, wohin? Da drüben zuerst, würde ich meinen. Kronkorkis. Juhu. Aha, da ist ein Diddle. Hallo. Ah, und wir sind am Scheißhaus. Jawohl. Wo eine Zahnbürste liegt, so wie es sich gehört. Ein Wische von Mob. Metalleimerchen. Ein Brettspiel. Blast Radius Brettspiel. Okay. Jumanji oder so. Ha? Bumm? Macht's bumm? Nein, nix bumm. Du trägst zu viel mit dir rum. Die Bauerrüstung ächzt schon. Was? Ein Feuerzeug. Oh, Zigaretten. Ah, da habe ich auch was gesehen. Ein Putzmittel. Da tropft's. Seife und noch mehr Putzmittel. Jupp, jupp. Natürlich, Bierflaschen. Wo sonst? Unfassbar. Lalala, la. Noch mehr Flaschis. Noch mehr Flaschis. Lalila. Und eine Bürste fürs Haar. La, da, da, da. Alles ist da. Tralala. So. Da, dam, dam. Da-dam, dam, di-dam, da-dam. Wah! Nichts erwischt. Obwohl. Wow! Mwahaha. Das war ein schöner Crit. Hi. Da kommt Freude auf. La, li, la, la, la. Du Schrotthaufen, dich hat's zerlegt. Tra-la-la-la-la. Du hattest keine Chance. Sensor meldet Feind. Ups! Tschüssi! So, wir tun Laden nach. Was, geht's da auch rüber? Ah, da geht's rein, da ist ein Dürdel. Sesam, öffne dich. Keine Falle, nein, nein, nein. Keine Falle, nein, nein, nein. Schreibmaschinen, wunderbar. Immer her damit. Lalilalala. Dam-di-dam-di-dam-da-da, das ist wunderbar. So, ein schönes Telefon. Da ein Becher und ein Klemmdingens und ein Bleistift und noch ein Telefon und noch ein Aschenbecher. Ach, ja je. Da-da-dam-da-dam. Dam-dam-di-dam-dam-dam. Darauf? Daruf. Mhm. Dann darauf. La 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 la. Schön langsam und bedacht gehen wir darauf. Na, falsch. Da waren wir ja. Da drüben müssen wir hin. Entschuldigung, Dogmeat. Ich bin leicht orientierungslos. Aber nur leicht. Da, da war's. Da könnte man auch rein, ne? Freund oder Feind? Höchstwahrscheinlich Feind. Ui, ui, was haben wir da? Einen Fusionskern. Ui, supi, supi. Jo. Ui, geh mal auf die Seite, Hundi, komm. Sei lieb. Danke. Ui. Da, 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 di, dam. Da ist nix. Eine Batterie. Dam, di, dam, di, dam. Da liegt ein Haufen Klumper drum. Dam, di, dam, dam, dam. Im Schrank ist überhaupt nichts drin, aber hier vielleicht. Na, jetzt bricht er ab. Du billiges Klumpert, es kann nicht sein, dass du wieder hin wirst. Tralli, la, la, la. Dam, di, dam, dam, dam. Da drüben ist auch was. Nein, schaut nur so aus, glaube ich. Tschack, tschack, tschack.
Da ist so viel Graffel. Es ist aber Wahnsinn. Was? Mini-Atombombe? Aber die zünde ich nicht hier drin. Mein armes Kind. Dass der Gang dann ausschaut wie, weiß ich nicht. Wie Burli vom ERV-Lied. Mit weiß Gott wie vielen Orlis und was weiß ich noch allem. Nanu, wann bist du gestorben? Das war jetzt aber nicht unser Werk, oder? Ja, ist schon scheiße, ne, wenn man mit seiner Hüfte nicht durchpasst. Ja, so geht's mir auch ständig, wenn ich in eine Hose reingehe. Aus. La 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 la. Ja, mit dem ganzen Klumpert. Ich brauch mehr davon. Immer her. Dandy Boy Apple. Apfel, Äpfel. Äpfel, Äpfel, Äpfel. Und das Hundi hinter mir schnauft durch die Gegend. La 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 la. Hui, da ist aber finster drin. Ah, das war mal eine Küche. Ja, der Hund hinter mir, der kriegt schon Zustände. Schau! Energiewaffen, Wackelpudding. Ja. Wackelpudding, jawohl. Friedliche Lösung erreicht man durch überlegene Feuerkraft. Du erhältst dauerhaft plus 25 kritischen Schaden mit Energiewaffen. Ich glaube, dieses Zeug muss ich mal aufstellen und fangen. Jo, wer ist ein braves Hundilein? Ich muss sowieso mal wieder in die Heimatstadt zurück. Hat er gerade Hallo gesagt? Wer? Jemand? Irgendjemand? Nein, ne? Einbildung. Doch, tatsächlich. Jesus, na, den hat's wieder zerlegt. Da hinten ist doch so ein Kerl. Achso. Haben wir ihn erwischt? Ein legendärer. Yes. Da kann er schon legendär sein, wie er will. Das hat dem Kerl jetzt überhaupt nichts gebracht, Moha. Seife. Supi. Also auf Hygiene waren sie ja bedacht. Das ist ja schon mal gut. Leider kommt halt die Gesundheitsinspektion von uns einige Jahre zu spät. Aber wir haben immerhin so die Bestätigung, dass sie eigentlich sauber gearbeitet haben. Ah, da, die Kiste, die ich fast übersehen. Pfui. So, na, komm. Jetzt aber. Na, immer noch nicht. Jetzt? Ah, au. So? Na, so. Yeah. Cool. Cool, ja. Hier mit dem ganzen Klumpert. Muah. So, da ist sonst nichts. Flotter Kisten sieht man die Kiste nicht mehr, ne? Das ist so ein Problem, das man im Laufe der Zeit hat. Dam, da, da, da. Da haben wir schon alles mitgehen lassen, glaube ich. Verschimmeltes irgendwas ist nicht drin. Nein. Da ist auch nichts mehr. Da ist noch ein Kübel. Der Kübel, der ist übel. Lalala. Ui, Nuka-Cola-Fläschchen. Halt, nein. Das will ich. Na. Die will ich haben. Danke. Komm her, du Kerl. Ja, dann gehen wir. Boah, ist da finster. Ram, dam, dira, ra, ram, dam, dam. Verärgernd. Impro-Scharfschützengewehr. Mhm. Ui. Mhm. Ja gut, viel Schaden ist noch nicht. Aber das könnten wir ja mal ändern. Moment, da war, das war mal... Aha. Ein Operationssaal? Die sind am unheimlichsten von allen.
Finde ich halt. Aber ansonsten schaut's nicht schlecht aus. Da haben wir was. Red Away. Red X. Fein. Da, super, da umklebt. Ah, das ist nur Rost. Jetzt habe ich schon gedacht, da umklebt Blut. Ja. So, da können wir wieder rausgehen. Ich lade mal nach. Jetzt ist die Frage, wo müssen wir hin? Da lang? Ja, ist gar nicht so schlecht. Dass wir zuerst hier lang gestiefelt sind. Diese kleinen Verstecke hier. Da fällt mir ein, wir haben ja gar nichts mehr zu essen, ne? Ausgerüstet. Das müssen wir beheben. Ich denke mal, ich werde das Wasser nehmen. Oder haben wir irgendwas gekocht? Irgendwas, was zufälligerweise auch schwer ist. Den Hirsch. Boah, der heilt echt nicht schlecht. Eine Suppe haben wir noch. Raunzenfleisch. Mutantenkeule. Ist das jetzt die gekochte oder? Ich glaube, das war die gekochte. Eigentlich könnten wir da eine futtern. Und dann tun wir Mörlockkuchen. Meierlockkuchen mit Mörlock. Meierlock. Na, ich glaube. Wir werden den Hirsch, glaube ich, nehmen. Ja, du Hirsch. Du kommst hier hin. Jawohl. Darf ich nicht vergessen? Für große Wunden. Ich vergiss das sicher. So, wo bin ich jetzt? Ah ja, stimmt. Da und darunter. Passt alles. Alles gut. Du hast Mumm und bist entschlossen, das bewundere ich. Ja. Aber du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr du dich hier übernimmst. Ach, so schlimm ist es nicht. Oh. Na, das wollte ich so nicht. Weg da. So. Tschüssi. Na, nichts getroffen. Doch, doch, war schon dessen stärker. Ja, fein. Bam. Naja, wir übernehmen uns. Natürlich übernehmen wir uns. Pff, das war einmal. Aber heute, bitte. Kinderkacke für uns. Eine Kleinigkeit für uns. Dam, da, da, dam, dam, da, da, dam, da, dam. Dam, dam, di, dam. Noch ist es nicht zu spät. Hör auf und geh. Nö. Du hast diese Option. Das können nicht viele von sich behaupten. Mhm. Ja, ich müsste schon gehen. Eigentlich. Ich müsste mal das Inventar ausmüllen. Eigentlich. Gut. Passwort zur Waffenkammer von vor Tagen. Haben wir sowas? Passwort erforderlich. Sicherheitstürsteuerung. Tür öffnen. So einfach geht das. Supi. Nein, Falle ist hier keine. Wow. La, 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 la. Wir nehmen alles mit. H-Klammerboxen, das ist fein, fein, fein. Und, jawohl, auf Anhieb geschafft. Hurra. Sehr schön, noch mehr H-Klammern, super Kleber und noch mehr Zeugs. Noch eine Tür? Boah, cool. Das ist mal eine Goldgrube hier. Aha. Warte, so vielleicht. Yeah. Das wär's. Supi. Was haben wir da? Eine Buffen. Und ganz viele Patrönchen.
Boah, nicht schlecht. Da drüben auch was? Fatman? Dein Ernst? Fusionszelle? Eine Mini-Atombombe? Ja, bist du gescheit. Automatisch. Laserpistole. Fisch. Ja, da wird man aber ganz schön Fatman, ne? Geilo. Also das hier ist wieder eine Goldgrube. Ich meine, überladen sind wir sowieso schon, ist eh schon wurscht. Geilo. Nicht schlecht. Ja, ja, das liebe Passwort wieder, ne? Lalila, ein Wort. 2, 3, 4, 5. Ja, schau, auf Anhieb richtig. Moa. Die Turmsteuerung haben wir da. Ah ja. Die machen wir dann gleich mal aus, ne? Und aktivieren. Na danke, deaktivieren. Das bleibt schon so. Schicke Haarbürste, super. Wow, eine hübsche Blumenvase und ein Wecker. Der uns vielleicht auch mal auf den Wecker geht. Ja. US-Handbuch für verdeckte Einsätze, FH 5-06. Ausgezeichnet. Ja, du hast eine Ausgabe des US-Handbuchs für verdeckte Einsätze gefunden. Du bist dauerhaft beim Schleichen schwieriger zu entdecken. Supi, supi. Wow. Schachtel Zigaretten. Jawohl. Wodka, Trinkglas, ja. Aschenbecher. Das war auch mal so eine Art... Na, das ist, glaube ich, kein Radio, oder doch? Ja, Hundi, ne? Jetzt ist die Frage. Da weiter? Also da kommen wir, glaube ich, wieder ran, ne? Dann gehen wir hier weiter. Aha, dann müssen wir hier aufmachen. Da sind einige Leute geschlafen hier, ne? Also zu Hause gewesen. Ja, yeah, Truhe. Sommerkleidung. Das ist ja auch nicht schlecht. Schau. Mit Waschmaschine. Voll cool. Und Trockner. Nicht schlecht. Da haben wir wieder so ein Eimerli. Und da ein bisschen gutes Zeugs für uns zum Heilen. Ja, Fisch. Da oben ist eh nichts, ne? Nein. Na, Doki, komm. Da hinten vielleicht. Klemmbrettchen und so. Aha, hier dürfte das Wartezimmer mal gewesen sein. Keine Ahnung, was das hier für eine Praxis ist. Kaugummi, voll super. Ich liebe Kaugummi. Vor allem die Orbit-Geschichten. Also Orbit-Kaugummi. Zuckerfrei und mein momentaner Lieblingsgeschmack ist Heidelbeere. Wen wundert's, ne? Ich muss sagen, die schmecken echt gut. Ja, ja, also mir halt. Mir schmecken sie gut. Das muss nicht heißen, dass es euch auch gut schmeckt. Aber mir tut's gut schmecken. Ja, ja. Da, komm. Horuk, wunderbar. Ja. Fusionszellen, 5 Stück. Noch mehr Batterien. So, was haben wir da noch? Kaffeetässchen. Super. Der fällt gleich aus allen Wolken. Gut, du hast es geschafft. Ja. Du findest mich gerade aus. Meine Sünden tun dir nichts. Reden wir. Na toll, das heißt, ich krieg später eins aufs Goschel, ne? Das hast du damit ja gemeint, ne, Kerl? Das heißt, wir tun wieder speichern. Und das wäre eigentlich ein schöner Abtakt, genau. Auftakt für den nächsten Part, würde ich sagen. Habe ich da alles mitgenommen? Na, schau, da habe ich echt noch was übersehen. Pfui!
Böse Zocki. Na fein. Jupp. Dann würde ich sagen, wir beenden hier den Part. Wir haben 40 Minuten. Juhu. Selten, dass es so weit kommt. Meistens ist es weiter. Und ja, ich bedanke mich einfach wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!